Heyo Leute, Crymax hier, was geht euer Paul Berger? Herzlich willkommen zurück zu GTA 5 RP, Leute, wir sind hier mal wieder in unserem wunderschönen Haus, Freunde. Lasst auf jeden Fall ein Like und ein Abo da. Und, habt ihr das gerade gehört? Da ist was explodiert, Leute. Was ist das denn? Ich wollte gerade sagen, ich will heute mal wieder Paul Berger... Habt ihr das gehört? Hier komm. Was ist das, Leute? Ich höre hier irgendjemanden sprechen. Leute, das ist der Einbrecher in meinem Haus! Habt ihr die gesehen? Oh mein Gott, ich muss mich verstecken. Hey, Leute, ich versteck mich. Oh nein, Leute, die brechen hier gerade in mein Haus ein. Was denn jetzt hier los? Ja, okay, ist okay. Ja. Okay, ich mach Hendo. Der sollte nicht hier sein, Mann. Alles gut, nehmt einfach, was ihr wollt. Nehmt euch mein ganzes Geld. Alles gut, Auto, Lambo, alles. Ja, mein dickes Problem, Mann. Was ist das denn, Leute? Warte. Wir werden hier gerade ausgeraubt, Leute. Was ist denn jetzt los? Er wird den Job machen, als er nicht da ist. Also wird er nicht da sein. Warte, lass mich am Leben. Ey, ihr könnt alles nehmen, was ihr wollt. Ich hab Familie, kleinen Bruder Paul Berger, auf den muss ich aufpassen. Benny, komm hier. Ja. Ey, der soll uns den Tresor zeigen. Der soll uns den Tresor zeigen und dann machen wir den Blatt. Ja, ich hab... was für Blatt machen? Zeig uns den Tresor. Ich zeig euch meinen Tresor und dafür lasst ihr mich am Leben, okay? Ja, genau. Oh mein Gott. Okay, Leute, das ist gerade gar nicht gut. Was ist denn jetzt hier los? Ich würde am liebsten Touren anrufen um Hilfe. Warte mal, damit kann ich bestimmt erpressen. Alle haben Angst vor Touren. Ey, ihr wisst nicht, mit wem ihr euch hier gerade anlegt. Touren ist mein bester Freund. Ey, stopp. Wenn der den freilassen, dann wird der Touren Bescheid sagen. Oh, stimmt. Ey, aus eigener Sicherheit. Tut uns leid. Nein. Jetzt wollen die mich erst recht umnieten, Leute, weil ich gesagt habe, ich kenne Touren. Okay, ich zeige euch meinen Tresor, aber dafür lasst ihr mich am Leben, okay? Ich bin noch zu jung, um drauf zu gehen. Ey, Leute, was ist denn jetzt hier los? Okay, da drin, hier ist mein ganzes Geld gebunkert. Seht ihr das? So, hier ist mein Arbeitszimmer. Da ist mein ganzes Geld hier auf dem Tisch. Nehmt euch einfach, was ihr wollt. Wo ist mehr? Ich hab nicht mehr hier. Mehr Geld habe ich nicht hier. Wir müssen jetzt... Es geht nicht anders, Mann. So sagt der Turm Bescheid. Nein, bitte. Ich will leben. Ich hab einen kleinen Bruder. Lass mich am Leben. Ich werde niemandem Bescheid sagen. Ich kenne gar keinen Touren. Nein, bitte nicht. Bitte tut das nicht, Leute. Bitte tut das nicht. Dann sag mal Touren. Im Jenseits nein. Bescheid. Nein, bitte. Leute, was denn jetzt los? Ich bin ja noch da. Ich lebe ja noch. Warte mal. Leute, das... Nein, das bin doch ich, der da am Boden liegt. Was ist das? Hört ihr das? Hallo, wer ist da? Wer redet mit mir? Du bist gestorben. Gott, bist du das? Bekommst du eine zweite Chance. Ich bekomme eine zweite Chance. Wie? Finde heraus, wer dir das angetan hat. Oh mein Gott. Okay, danke Gott. Und dann schenke ich dir dein Leben wieder zurück. Oh mein Gott, Leute, ihr habt's gehört. Wir müssen herausfinden, wer uns das angetan hat. Und dann bekommen wir eine zweite Chance, unser Leben wieder zurück. Wir sind hier einfach gerade als Geist unterwegs. Seht ihr das? Wir sind hier total durchsichtig. Sehen die mich hier überhaupt? Hallo? Hallo? Was ein Freund, der dachte, er kann uns mit Touren drohen. Oh mein Gott. Die fackeln mein ganzes Haus ab. Ey, hört auf damit. Ey, Leute, ich kann die gar nicht hauen, das bringt gar nichts. Komm mit, schnell. Nein, mein ganzes Haus brennt. Oh Mann, ey. Okay, aber Leute, dadurch, dass wir als Geist unterwegs sind, kann uns das Feuer nichts anhaben. Das ist schon mal ein Vorteil. Ey, Leute, wir müssen unbedingt rausfinden, wer uns das angetan hat, wer dahinter steckt, sodass wir wieder zum Leben erweckt werden. Anders, da geht's nicht. Okay, Leute, wisst ihr was? Ich werde die jetzt mal verfolgen. Ey, Leute, die zerstören Beweise vernichten. Ey, wer steckt dahinter, Leute? Wir müssen das rausfinden. Okay, zum Glück klauen die hier gerade nicht mein Lambo, Leute. Wisst ihr was? Ich werde jetzt in mein Lambo einsteigen und hinterherfahren. Der verwandelt sich jetzt doch bestimmt in ein Geister-Lambo. Oh mein Gott, Leute, seht ihr das? Wir sind jetzt hier quasi in einem Geister-Lambo unterwegs, weil wir als Geist in unseren Lambo eingestiegen sind. Okay, das ist gut. Das heißt, wir können die jetzt hier verfolgen, ohne dass die uns entdecken. Wir müssen wissen, wer dahinter steckt, Leute. Okay, wir fahren jetzt hier ganz schnell hinterher. Aber nein, ich sehe die hier gerade gar nicht mehr. Wo stecken die denn? Sag mir jetzt nicht, ich hab die verloren. Sag mir jetzt hier nicht, ich hab die verloren, Leute. Ey, wir haben nur 24 Stunden Zeit, um das aufzulösen. Oh nein, das ist gar nicht gut, Freunde. Oh nein.
keine Ahnung, sind die gerade ausgefahren, links gefahren? Ey, okay, wir müssen irgendwas rausfinden. Keine Ahnung wie, aber wisst ihr, was ich mir gerade dachte? Da ich ja jetzt eigentlich gestorben bin und als Geist hier unterwegs bin, werde ich mal zum Friedhof fahren und mal gucken, ob da meine Beerdigung stattfindet. Weil das hat mich schon immer mal interessiert. Wenn ich sterben würde, wer würde zu meiner Beerdigung kommen? Wie würden meine Freunde reagieren? Würden die mich wirklich vermissen? Das können wir jetzt mal rausfinden. Wir fahren jetzt erstmal hier zum Friedhof, Leute. Mal gucken, ob da jetzt schon meine Beerdigung stattfindet. Okay, Leute, wir sind hier einfach als Geist mit einem Geisterlampe unterwegs. Guckt euch das mal an, wie das aussieht. Okay, jetzt aber zurück zur Mission. Wir wollen natürlich noch leben, Leute. Ich will natürlich noch weiter mit unseren Freunden, mit, keine Ahnung, Stani, Amir, Turan, Russik, Paul Berger natürlich noch weiter Zeit verbringen. Okay, wir laufen da jetzt mal hin, Leute. So, guck mal, da vorne sind ja wirklich schon viele. Bestimmt ist hier unser Grab. Da sehe ich auch Turan. Und Stani ist auch da. Oh mein Gott, und Amir auch. Leute, guck mal, hallo, da Leute, sehr verehrten Mitmenschen. Heute nehmen wir uns die Zeit, um uns von unseren geliebten Personen zu verabschieden. Oh mein Gott, Leute. Seid nicht traurig. Sie beginnen nun einen neuen Lebensabschnitt in einer neuen Welt. Leute, der Pfarrer redet sind wir hier gerade. Nicht um die Trauer. Oh Leute, guck mal, für ein Crimex auszusprechen, sondern das Leben von ihm zu zelebrieren, das er uns so verschönert hat. Oh mein Gott, und Leute. Wollen einige seiner besten und engsten Freunde Abschied von Leute, ihm wir werden hier gerade beerdigt. Das ist das letzte Mal hier, dass ich meine Freunde sehe. Oh mein Gott, wer möchte anfangen? Oh, Turan, guck mal. Max war der beste Brudi für mich. Wir oh waren mein die Gott. Einbruchbrüder gewesen. Stimmt, Einbruchbrüder mit Stani, Leute. Oh mein Gott, Stani ist echt traurig. Und er war viel zu jung. Er hat sowas nicht verdient, Mann. Oh mein Gott. Er hat sich gegen die Falschen wohl angelegt. Ich hab mich gar nicht, ich hab mich mit niemandem angelegt, Leute. Oh. Warum ist ihm das passiert, der arme Max? Nee, ich will dir, wenn das war, ich werde die Liebe von dir kaputt machen, in die Hölle verfolgen und nochmal kaputt machen. Oh Leute, Turan wird bestimmt die ganze Stadt auf den Kopf stellen. Okay. Okay, Turan haut hier einfach irgendjemanden weg. Beruhig dich. Oh mein Gott, wir hören mal noch kurz, was Armin noch sagt. Warum trifft sie immer die Guten? Max war so ein toller Freund, der hat an mich geglaubt, als mich noch keiner kannte. Oh Leute, die sind alle richtig traurig. Die werden vermissen, Bruder. Ey Leute, das geht nicht. Ich habe gerade noch mal gemerkt, wie gut unsere ganzen Freunde sind und wie sehr die mich vermissen würden, Leute. Wir müssen rausfinden, wer dahinter steckt, Leute. Und wisst ihr was? Warte mal, wir gucken mal hier Touren. Warte mal, wir können doch einfach mal bestimmt uns bei Touren ins Auto reinsetzen und der checkt das gar nicht, weil wir sind ja ein Geist, Leute. Guck mal, wir setzen uns hier einfach rein. Wir hören dem mal ein bisschen zu. Wo ist die Nummer? Wo ist die Nummer? Weil Touren findet eigentlich immer irgendwas raus, Leute. Los, ich werde rausfinden. Alle Gangs aufgelistet vor meinem Tempel, sofort. Mein Gott. Es ist mir egal, was das kosten wird. Max Turan ist glaubt, gestorben dass die Gangs und die Stadt wird untergehen. Oh mein Gott, okay, Leute. Turan glaubt, dass die Gangs dahinter stecken könnten. Vielleicht ist das ein guter Tipp, Leute. Wisst ihr was? Ich werde mal als erstes zu den Ballers gehen und mal gucken, ob die damit irgendwas zu tun haben, Leute. Okay, Leute, wir sind jetzt hier bei den Ballers angekommen, hier in diesem Ganggebiet. Und da vorne sehe ich auch zwei. Und das Gute ist, wir können hier einfach hinlaufen, weil die sehen mich eh alle nicht. Hab ich schon mitbekommen, was passiert ist in der Stadt, Mann? Was reden die da? Mann, die haben diese YouTuber platt gemacht, Mann. Ja, die sind ein Comix, Mann. Das ist, ich die reden das darüber, dass ich fertig gemacht wurde. Das Problem ist, dieser Turan redet wieder voll am Rad, Mann. Je, warte mal, mein Handy klingelt. Nur wie diese Turan dreht voll am Rad, sagt er. Je, was? Ey, wir haben nichts zu tun. Ey, verdammt. Ey, okay, yeah. Die sagen, die haben damit nichts zu tun, Leute, die Ballers. Okay, das ist komisch. Ich wurde jetzt gerade von einem von Turans Männern angerufen, der will mich irgendwie da haben bei sich. Der will irgendwas fragen. Oh mein Gott, Leute, Turan will... Turan denkt bestimmt, die Ballers stecken dahinter, aber die sagen, dass die gar nichts damit zu tun haben, Leute. Also ich meine, mir juckt es nicht, ob der Typ jetzt weg ist oder nicht, Mann. Der hat uns eh mal eine Probleme gemacht. Ja, aber Mann, mich juckt's auch nicht, Mann. Ich hab dir doch gar keine Probleme gemacht. Scheiß YouTuber. Egal, ich geh da hin, Mann. Über mich. Oh, Leute, hoffentlich macht Turan die gleich Platz, sage ich euch, wie es ist, Freunde. So, wir schleichen uns da einfach mal direkt wieder mit ins Auto rein. Aber hey! Soll ich mitkommen oder was? Nee, lieber nicht, Mann, bevor der Typ komplett ausrastet. Der denkt, dass wir ihn angreifen. Mann, ich sehe hier ab, Leute, wir sitzen hier mit dem Typen im Auto und der checkt das einfach gar nicht, weil er uns eh nicht sieht. Wir werden jetzt mal mit dem mitfahren zu Turan. Ich glaube nämlich, dass Turan die alle ziemlich fertig machen will, Leute. Aber das Problem ist, ihr habt's gehört, irgendwie die Ballers stecken nicht dahinter. Also zumindest, die sind ja unter sich, die hätten ja die Wahrheit gesagt. Wir haben die ja gerade belauscht. Wer könnte denn sonst dahinter stecken? Naja, wir fahren jetzt erstmal mit zu Touren, Leute. Boah, Leute,
Der fährt hier gerade zu Turan Security, nicht mal bei seinem Tempel. Okay, wir müssen da mal schnell hinterher. Warum kann ich eigentlich nicht fliegen als Geist, Leute? So, hier, zack, einmal. Eigentlich müssten wir doch als Geist auch durch Wände durchgehen können, oder? Naja, das können wir doch bestimmt machen. Hohohoho, das habe ich ja jetzt erst entdeckt. Wir haben ja hier so Geisterfähigkeiten. Okay, Leute, wir sind jetzt hier in diesem Turan-Security-Raum und der ist, glaube ich, gerade hier reingegangen. Oh, ich höre ihn da reden. Immer, wir haben damit nichts zu tun, Mann. Oh mein Gott, was die macht Antwort Turan gefalle hier mit mir nicht. Pass auf. Turan will uns komplett rächen, Leute. Was macht der denn jetzt hier? Warte mal, dein Freund wollte nicht so viel reden, hä? Boah, der hat ihn einfach... Der hat ihn einfach du ausgeschalten, jetzt Leute. Besser. Was interessiert uns dieser komische... Paul? Was? Oha. Okay. Leute, Turan dreht völlig durch, aber... Der weiß ja nicht, dass die Ballers gar nichts damit zu tun haben. Ich kann es ihm halt auch irgendwie nicht sagen, Leute. Jede Antwort, die mir nicht gefällt, oh mein wird Gott. Mehr passieren, glaub mir. Die armen Leute, die haben gar nichts damit zu tun und Turan nimmt die voll hops. Ihr habt ja nichts gemacht, Mann. Ihr habt ja mal nichts gemacht, das ist mir... Egal, komm her! Ja! Was hat ihr mit Max gemacht? Was hat ihr mit Max gemacht? Ich erzähl mir, was mit Max gemacht hat. Oh mein Gott, Leute. Nix, Mann. Wir kennen die nicht, Mann. Das Wir YouTuber. Müssen aber jetzt irgendwelche Informationen rauskriegen, sonst werden wir nie wieder zurück zu unserem Körper kommen. Oh Leute, wir müssen jetzt unbedingt irgendwas rauskriegen. Bleib locker, so, bist du bereit, in die Hölle zu gehen? Turan will den hier abfackeln. Der Präsident bestimmt, Mann. Der Präsident? Warum sollte denn der Präsident nicht ausschalten? Der YouTuber wollte seine Steuer nicht zahlen oder was weiß ich, Mann. Das stimmt das überhaupt Präsident. Nicht. Der Präsident war das, Turan. Der Präsident? Ich werde das machen, aber bis dahin... Oh mein Gott. Wirst du trotzdem verblenden. Oh, okay, Leute, wir gehen hier mal besser weg. Aber wir haben eine neue Spur rausbekommen, Leute. Irgendwie die Regierung, der Präsident sollen dahinter stecken, Leute. Okay, wir fliegen jetzt hier mal schnell durch die Wände durch. Das können wir hier so als Geist. Woo! Okay, es hat auch irgendwie Vorteile, ein Geist zu sein, sage ich euch ehrlich. Aber wir müssen jetzt unbedingt mal rausfinden, ob damit wirklich der Präsident was zu tun hat. Okay, Leute, da oben ist der Präsident. Der redet da gerade mit seinen Leuten. Wir checken mal, ob wir vielleicht irgendwie hier was hören, Leute. Ob der Präsident wirklich damit was zu tun hat. So, wir können Leute, einfach reinhören. Big President. Ja, wichtiges Problem. Big President. Ja. Wir war nichts so geplant, aber die Mission ist trotzdem erfüllt, oder? Ja, die Mission ist erfüllt. Wir haben jetzt nur. Was für Mission ist erfüllt? Chinesen, der hier rumrennt und uns abknallen will. Reden die ja, darüber, aber, hat der Präsident was damit zu tun, dass ich erledigt wurde, Leute? Aber der Polizeichef hat doch die Akte gegeben und da steht Entführung und nicht Totschlag. Entführung? Was hat der Polizeichef damit zu tun? Das ist absolut schief gelaufen. Was machen wir jetzt? Was ist, wenn der Typ uns jetzt irgendwie auf die Schliche kommt und dieser Turan? Ja, Sicherheitsschufe aktuell. Ey, Leute, ich verstehe hier gar nichts mehr. Habt ihr das gehört? Der Präsident was ist, was hat das kommt da angeflogen? Tun? Was kommt da angeflogen? Wow! Alter! Ich glaube, Turan hat sich. Oh mein Gott! Turan hat sich gerade alle Securities vom Präsidenten ausgeschalten. Ja, aber in Ernst, das wird oh miteinander zu reden. Turan ist wirklich mein bester Freund, tun, Leute. Turan. Der rächt mich hier. Aber habt ihr das gehört? Der Präsident hat irgendwas damit zu tun. Die haben da irgendwas gefaselt von der Plan. Ist schiefgegangen. Ich hätte nur entführt werden sollen. Warum will der Präsident mich überhaupt entführen lassen, Leute? Mitkommen! Ich meine, wir müssen da mal mithören, Leute. Wir müssen da mal mithören, was da abgeht, Leute. Turan, das war nicht so gewesen. Oh mein Gott. Verdammt, Turan wurde angefangen. Wer bleibt denn? Weißt du was? In das Ding steigen wir ein. Hier wird niemand denken, dass du drin sitzt. Was machen die denn jetzt, Leute? Wir fahren jetzt den Berg hier ein bisschen hoch. Oh mein Gott. Leute, ich werde die jetzt hier wieder als Geist verfolgen. Wir können ja hier zum Glück durch die Gegend fliegen, haben wir gerade schon gemerkt. Herr Präsident. Oh mein Gott. Das war ein Fehler von dir. Du hättest mich angreifen können. Du hättest meine Männer angreifen können, mein Business kaputt machen können, meine Einnahmequelle. Aber du hast in deinem Leben das bei mir angefasst, was mir heilig ist. Mein bester Freund. Alter. Wir wissen beide, was passiert, wenn jemand ihm was antun will. Sie einfach gerade den Präsidenten. Der dreht ja wirklich völlig durch, seit ich hier weg bin, Leute. Es war ein Missverständnis. Das nein. Ich das will jetzt aber auch wissen, warum der Präsident mich ausschalten wollte. Sage ich euch ehrlich, Leute. An das Gebäude. Was macht der da? An das Gebäude! Leute, ich hoffe, Turan kann von ihm noch ein paar mehr Informationen rausrücken, Leute. Okay, wir hören jetzt mal weiter zu. Was macht Turan mit dem? Das ist keine Lösung! Der platziert da Haftbomben, Leute. Herr Präsident. Oh mein Gott. Mein bester Freund wurde umgeblackt. Mein Herz wurde aus meiner Brust gelissen. Das,
Tut uns leid. Der Turan ist wirklich der Beste, der vermisst uns diese hier. Diese Leere, die in mir ist, die kann nicht aufgefüllt werden. Aber ich kann sie vielleicht ersetzen mit Lache. Oh, wenn ich den Mann erwisse, der meinem besten Freund das wehgetan hat. Oh, dann kann ich dann wieder normal werden. Leute, guck mal, Turan kann einfach durch den Fisch laufen. Was sollte dem blingen, meinen besten Freund umzubringen? Ja, warum sollte der Polizeichef mich auf dem Gewissen haben? Das macht doch gar keinen Sinn. Er hatte die Idee, den YouTuber zu entführen, um Geld zu erpressen bei seinen reichen YouTuber-Freunden. Ach. Oh mein Gott, okay. Das ist also der Grund. Es geht hier ums Geld, Leute. Wegen Geld wurde ich hier. Wegen Geld haben die mich auf dem Gewissen, Leute. Was sind das für Ehrenlose? Ich glaube ihnen sogar. Aber wissen Sie, was das Problem ist? Animale sind Liebe nach Geld. Mit dem Menschen neben von meinem besten Freund zu spielen, haben sie so automatisch ihr Leben verwirkt. Ja, Turan, zeig's ihm. Bam! Oh mein Gott. Okay, Leute, Turan hat ihn ausgeschalten, den Präsidenten. Der dreht hier wirklich völlig durch. Turan ist unser bester Freund, der rächt uns. Aber, Leute, wir müssen immer noch schnell rausfinden, wer da genau hintersteckt. Und zwar haben wir jetzt ja gerade gehört, dass irgendwie der Polizeichef das angeordnet hat, Leute. Das heißt, wir werden jetzt hier mal schnell zur Polizei rüberfliegen. Und weil, ihr wisst es, Leute, die Zeit läuft. Wir haben nur 24 Stunden Zeit, das rauszufinden, weil sonst werden wir für immer in der Hülle eines Geistes leben, Leute. Wir fliegen jetzt hier mal schnell zur Polizei rüber. Okay, Freunde, wir sind jetzt hier relativ schnell bei der Polizeistation angekommen. Wir müssen jetzt rausfinden, wer es letztendlich war, Leute. Wir müssen uns rächen. So schnell, Leute. Die Zeit tickt. Die Zeit läuft uns davon. Es ist bereits Nachmittag hier. So. Was ist das denn hier? Mal ganz kurz. Der isst hier seinen Donut. Vielleicht können wir... Ja. Oder telefoniert. Mhm. Vielleicht können wir da was rausfinden. Okay. Was, der Präsident? Ermordung am Präsidenten? Wow, okay. Das war dann, wer war das? Die hören hier gerade... Turan war das? Ja. Warum? Aha. Was? Er hat wohl gehört, dass der Polizeichef was angeordnet hat. Oh mein Gott, okay. Es geht um unseren Fall, Leute. Es geht hier gerade um unseren Fall. Mhm. Hört ihr das? Alles klar. Ich guck mir die Akten an. Okay, warte, da will sich irgendwelche Akten angucken. Wir laufen mal mit dem. Da drin steht auch noch einer. Ich weiß nicht, ist das hier der Chef, der andere, der da steht? Okay, wir gucken mal. Der wird jetzt hier erstmal die Akten anschauen. In der Zeit gehen wir mal hier bei dem anderen vorbei. Guck mal, was der vielleicht irgendwie hier zu sagen hat. Was macht der da? Er spielt nur Minesweeper auf seinem was PC. Was ist denn hier für ein Trubel, Leute? Wie? Chef! Stimmt das, dass der YouTuber tot ist? Das ist der Polizeichef hier, der Typ mit der... Hier ist Bericht. Oh mein Mehrfache Gott. Schüsse. Zu Hause. Oh mein Gott, die lesen... Überfall angeblich, Leute. Geld fehlt. Das ist mein Bericht. Das ist der Bericht über meinen Mord, Leute. Nein. Was macht der da? Chef, was los? Der rennt weg. Hau ab. Ja, okay, ich muss weiter auf Streife. Mach Flugzeug bereit. Die wollen wegfliegen. Warum denn, Chef? Wir müssen weg hier. Der will abhauen. Okay. Egal, wir müssen weg hier. Das bedeutet, okay, Leute, wir sind an der richtigen Adresse. Der hat Angst und man hat nur Angst, wenn man auch wirklich was zu verbergen hat, Leute. So, keine Ahnung, wir gucken mal, wo der hinrennt. Also von dem können wir erfahren, Leute, wer unsere Mörder sind, wer dahinter steckt. Was macht der denn jetzt da noch? Schnell hier noch eins mitnehmen. Okay, der nimmt hier noch irgendwelche komischen Sachen mit. Was macht der denn, Leute? Ich glaube, der will irgendwelche Beweise vernichten. Ich sag euch, wie es ist. Okay, was macht der da? Der will hier, glaube ich, noch... Der zerschießt hier den Serverschrank. Der löscht alle seine Daten hier. Okay, der hat auf jeden Fall Dreck am Stecken, Leute. Der Typ hat auf jeden Fall richtig Dreck an seinen Fingern, Leute. Das muss alles weg, alles muss der, weg. Der will hier seinen... Der verbrennt hier sogar seinen Laptop. Den ganzen Serverschrank hier. Okay, ich höre einen Funkspruch. Ich höre gerade einen Funkspruch. Was machen wir da? Check, Busch. Check. Ja. Wir haben einen sehr schönen Bus in der Stadt. Irgendwie sieht aus der von Turan. Wir müssen weg hier. Okay, Turan ist auf dem Weg hier. Turan ist auf dem Weg hier. Ich komme auf Dach, ich kann dir nicht festnehmen, Oh mein Gott, der will aufs Dach hoch, der will mit dem Helikopter wegfliegen. Hubschrauber. Der will mit dem Helikopter wegfliegen, Leute. Das ist jetzt mit unsere Chance. Mit dem privaten Helikopter oder mit dem Polizeihelikopter? Egal. Leute, das ist unsere letzte Chance jetzt vielleicht. Es wird jetzt hier langsam, es wird gleich schon Abend. Leute, wenn die Nacht anbricht, ist es vorbei, dann ist es schon zu spät. Oh mein Gott, der wird hier gerade abgeholt. Wir müssen da schnell mit rein, Leute. Dreh uns zum Flughafen, so, schnell. Die bemerken mich eh nicht, die sehen mich ja eh nicht. Ich muss die Stadt verlassen. Boah, was denn passiert? Kann ich drüber reden, ist was schiefgelaufen, Mann. Es ist was schiefgelaufen, sagt er. Operation Dulli Dadi Bar ist schiefgelaufen. Oha. Oha. Ja, okay. Gut, machen sich keine Sorgen, Chef. Wir machen alles wieder. Leute, wir bleiben jetzt auf jeden Fall an ihm dran.
Leute, bevor die Sonne untergeht, müssen wir rausgefunden haben, wer uns auf dem Gewissen hat. Check, check, Funk, Funk, Funk. Leute, wir sind jetzt da. Ein asiatisch stammender Mann ist das Polizeipräsidium am Angreifen. Touren greift das Polizeipräsidium an. Oha. Zu dem Flugzeug. Okay, da vorne stehen die Privatjets. Da vorne stehen die Privatjets, Leute. Wir müssen da jetzt direkt mit. Wir müssen da irgendwie jetzt mitkommen, Leute. Wir müssen das mitkriegen, was da jetzt abgeht. Soll ich mit dem fliegen, Chef? Boah, der Chef hat richtig Angst, Leute. Der hat richtig Angst. Wir müssen da jetzt mal schnell rein. Boah, Leute, wir müssen uns jetzt hier schnell in den Flieger reinschmuggeln. So, okay, Leute, wir sind im Flieger drin. Der Polizeichef steigt auch ein. Aber, Touren sitzt ja hier. Touren ist ja hier der Pilot und steuert das. Oh mein Gott. Endlich bin ich weg, Mann. Endlich bin ich weg. Oh mein Gott, Leute, Touren. Touren wird den jetzt wegfliegen und er denkt, er ist in Sicherheit, der Polizeichef. Leute, dafür liebe ich Touren. So, Herr Polizeichef. Oh mein Gott. Der checkt nicht, dass Touren ihn gerade fliegt. Das Problem ist, ich kann sie nicht gehen lassen. Warum fliegt das Flugzeug so komisch? Wie fliegt Touren? Und sie haben zwei Möglichkeiten. Touren fliegt ja voll hoch. Sie erzählen mir, was mit Max passiert ist? Oder ich werde jetzt umdrehen und in den See reinkläsen. Das war aus Versehen. Leute, Tour nimmt ihn voll aus. Bayern-Führer und die haben Max erledigt. Ich will Namen haben! Wir fliegen auf mehr zu! Oh mein Gott, er sagt jetzt die Namen, Leute. Die Namen. El Baro und El Zaro. El Baro und El Zaro, hä? Was ist das? Und was haben Sie mit der Sache zu tun? Ich wollte nur die Kohle. Die Kohle. Er hat Geld dafür wissen bekommen. Wissen Sie was? Er hat Geld dafür bekommen. Ich soll die Leute finden, die das machen. Ich wollte nur ein bisschen Geld. Der Präsident hat mir den Auftrag gegeben. Alles gut. Wir haben ihn eliminiert. Wir wollten ihn nicht töten. Oha. Wissen Sie, was das Tolle ist? An der Wahrheit. Wir haben zwei Namen, die das waren, Leute. Es ist eine Erleichterung, wenn Sie die Wahrheit erzählen. Aber jede Aktion hat eine Konsequenz. Boah, was macht Touren denn jetzt noch? Auf Wiedersehen. Oha! Oh mein Gott, Leute, Touren lässt das Flugzeug einfach abstürzen! Und wir sind zum Glück als Geist unterwegs. Uns hat das auf jeden Fall auch nichts, Leute. Uns ist das egal. Okay, ich glaube, der Polizeichef, der überlebt hier nicht mehr. Aber wir haben auch zwei Namen gerade gehört, Leute. Wie heißt der? El Baro, El Zaro, keine Ahnung was. Das hört sich irgendwie an wie so Gangnamen von der Vagos-Gang, Leute. Wir fliegen da jetzt mal rüber und schauen mal, ob wir die finden. Und wenn wir die ausschalten, dann kriegen wir wieder unser altes Leben zurück, Leute. Let's go ins Vagos-Gebiet. Okay, Leute, wir sind jetzt hier im Vagos-Gebiet angekommen und hier sind auch zwei. Das könnten die sein, die da dahinter stecken. Ey, warte mal, die sagen da diese Namen. El Baro, El keine Ahnung was. So. Was haben die da? Ja, wie es aussieht, das Tuan kommt immer näher ran, aber wir haben alle Vorbereitungen durchgezogen. Wir müssen noch zu dem Typen, der unser Pass hat. Und dann sagen wir Hallo El Salvador und haben das Geld. Die wollen abhauen. Die wollen sich absetzen, Leute. Oh, warte mal, ich muss irgendwie als Geist. Ich kann doch als Geist. Die zwei muss ich ausschalten. Das sind die zwei, die mich abgeknallt haben, Leute. Warte mal, als Geist kann ich doch bestimmt irgendwie das Auto so ein bisschen sabotieren, Leute. So, warte mal, wir können ja hier, seht mal, wir können ja hier in das Auto reingehen. Ich werde jetzt, werd jetzt hier mal den Bremsschlauch und hier den Benzinschlauch in den Motorraum umleiten. Und wenn das heiß genug wird, dann müsste das alles explodieren, Freunde. Okay, perfekt, wir haben das einmal umgeleitet. Oh mein Gott. Oh mein Gott, wir müssen jetzt nur lang genug verfolgen und dann sollte das Auto einfach eigentlich jetzt in die Luft gehen, Leute. Oh mein Gott, ich hoffe, der Plan geht auf. Ich bin noch nie in der Erklärung gefahren. Dieser YouTuber aus der Zeit war das Beste, was passieren konnte. Komm, wir machen mal ein bisschen Vollgas. Oh ja, sehr gut. Die drücken Vollgas. Die drücken Vollgas durch, Leute. Die drücken hier Vollgas durch. Sehr gut, sehr gut. Nur noch, es sollte nicht mehr lange dauern. Dann sollte der Motor die Hitze erreicht haben. Nicht mehr lange, Leute. Oh, warum stinkt das hier so? Oh! Die sind explodiert. Oh mein Gott, Leute. Wir haben die komplett ausgeschalten. Oh. Warte mal, hört ihr das? Das ist wieder... Gott, hallo, bist du das? Du hast erfolgreich deine Mörder gefunden. Oh mein Gott. Ja. Nur nutze dein Leben, um die geliebten Menschen, die um dich getrauert haben, wieder glücklich zu machen. Krieg ich mein Leben wieder? Du bekommst dein Leben wieder. Oh mein Gott, Leute, ich werde wiederbelebt. Oh mein Gott, Leute. Ich glaube, ich bin wieder da. Wir sind wieder in unserem Körper, wir leben wieder. Touren, was machst du denn hier? Ich bin am Träumen. Hallo, Touren. Leute, Touren hat ja etwa hier in unserem Grab gewartet. Touren, was geht? Bin ich am Träumen? Touren, ich lebe wieder. Max? Touren, ich bin wieder da.
hab dich vermisst. Ich hab dich auch vermisst. Ach ja, und Tuan, ich hab das alles gesehen, was du für mich gemacht hast. Vielen Dank dafür. Du bist echt mein bester Freund. Natürlich. Komm, wir müssen es dann und allen bis Zeit geben, ja, dass du wieder da bist. Leute, iCrimex, so schnell werdet ihr nicht los in GTA 5. Und Leute, lernt auf jeden Fall daraus. Zeit mit eurem Liebsten ist natürlich das Wichtigste auf der Welt. Lasst ein Like und ein Abo da. Und bis dahin, haut da rein, Leute. Euer Crimex. Tschüss.